Findet seelische bzw. persönliche Entwicklung eigentlich immer nur durch den Schmerz heraus statt? Das hat ganz, ganz viel mit unserer Einstellung zu tun. Meiner Meinung nach entwickeln wir unser größtes Potenzial dadurch, dass wir durch schmerzliche Erfahrungen hindurchgehen, weil wir dann all unsere Kraft aufwenden müssen, weil wir auf Ressourcen zurückgreifen müssen, von denen wir vielleicht in der Vergangenheit nicht daran geglaubt hätten, dass wir diese besitzen. Dennoch ist es so, dass persönliche Entwicklung und seelische Entfaltung nicht nur durch Schmerz heraus stattfindet. Du kannst dich zum Beispiel auch seelisch weiterentwickeln, dadurch, dass du in Kontakt kommst mit einem Menschen, der total liebevoll ist, der sich um dich sorgt, der sich um dich kümmert, der sich für dich interessiert, und wächst dann dadurch über dich hinaus und in deine Stärke. Letztlich hat es aber immer mit deiner inneren Einstellung zu tun. Es gibt Menschen, die gehen durch herausfordernde Zeiten und haben aber eine sehr, sehr positive Einstellung und bewerten das eher positiv als negativ. Und dann gibt es genauso auch Menschen, die durch herausfordernde Situationen hindurchgehen und aber alles als negativ betrachten und es damit eben noch schmerzhafter, noch anstrengender und noch schwieriger gestalten.